Party hart. Oder auch nicht, weil alle pennen. Ja, die Party hart war das letzte Mal. Jo. Stimmt, da war was, glaube ich zumindest. Es ist so lange Da habe her. ich eine harte Party gefeiert, ja. Die So. voll öde war. Konstantin ist mittlerweile nicht mehr aktiv anwesend, das heißt, er wird als einen weiteren Sklaven von Simon. Das ist ein weiterer. Markus ist momentan kein Sklave. Markus ist Schüler. Wenn er sich in der Ja. Schule nicht gut anstellt, dann wäre es durchaus möglich, dass ich ihn zu meiner Minna mache, ja? Aber ansonsten. Das werde ich gar nicht erst vertiefen. Ja, vielleicht besser so. Ogo, wieder Also. welche aufwachen. Ja, wirst gleich aufwachen. So, was du dann tun wirst, keine Ahnung. Erstmal was fressen. Kann man es noch Da essen? steht ja noch Ja. irgendwas. Essen prüfen vielleicht vorher. Hier, es stinkt doch nicht, es passt schon. Ja. Ach, Essen prüfen kannst du hier auch gar nicht. Wenn man ein zum Schlafen. Essen rufen als Essen prüfen liest, weil Jo. man es nur kurz sieht. Reroll, ja. So. Nächstes wache ich dann, glaube ich, auf. Ja. Okay. Na, ist Risiko bis dahin. Ach ja. So viele Menschen, so wenig zu tun. Wieso muss eigentlich jeder 3 bis 5 Mal den Schnee bewundern? Weil es so selten schneit. Keine Ahnung. Hausaufgaben machen. Wichtig. Das ist korrekt. Aber kann nicht, weil er keinen Spaß hat. Okay. Ja, Pech für ihn. Wie es mit dem Spaß ausgeht. Aufgestanden. Jetzt wird gleich ein Schneeballschlag gemacht, gefälligst. Was ist denn? Insekten aufspüren im Winter. Ja, viel Glück. Spielen wir Schneeballschlacht. Ob wir uns richtig schön erkälten können. Ja. Ja, ne? Ja, genau, dann kann ich ja auf die neue Zeitung warten und dann schauen, ob es mal einen Job für mich gibt, der passt. Das haben wir Hey, jetzt wollen nicht wir im Schnee bei der Unterricht, Schlacht? oder? Ah, okay, gut. Glück gehabt. Hey, wollen wir Schnee bei der Schlachten? Ja. Okay. Essen und kannst du hier mitmachen? Nein, jetzt. Mitmachen. Jetzt. Sonst haben wir keine Zeit mehr, bis du zur Schule musst. Da kriegst du schlechte Noten. Lauf, Markus, lauf. Einfach voll Sackerfeld. So. Drei erwachsene Menschen und ein Schüler spielen um 13:30 Uhr eine Schneeballschlacht im eigenen Garten. Der viel zu groß ist für das eigene Haus. Perfekt. Beste ist einfach, es könnten einfach wie in echt sein, alle. Problemlos. Ja. Na, auf wen wettest du? Auf mich natürlich. Ich bin Geheimagent. Vor allem, ich spiele alle gegen dich. Ganz. Oh ja, stimmt, es Ich ist bin immer so neben dir. komisch, weil. Ja. Nice! Triple Kill. Ich bin gut in dem Spiel. Sehr schön, ja. Nee, du hast einfach keine Freunde, sodass ich keinen abschießen will. Ich kann auch ausweichen, als einziger irgendwie. Aber mit was für Moves? Na, doch nicht so ganz. Wir brauchen Schön. später irgendwas, was den Schuss viel schneller erhöht. Irgendwas, was Spaß 5000 gibt, irgendwie pro Sekunde. Ja, Fernseher und Spielekonsolen, ne? Eben, aber nur die hochwertigst, natürlich. Ja, die müssen wir uns erstmal kaufen. Das macht mal echt keinen Spaß. Egal. Wir tun was miteinander. Eben.
verbinden Freundschaft mit Schneeflocken anscheinend. Außerdem gibt's ja irgendwie auch... Was war das nochmal? Schon wieder so lange her. Hm? Diese Charaktereigenschaften, dass irgendwas schneller sinkt und der ganze Kram. Und Hygiene und so. Achso, ja, ja. Ja, Spaß ist dann das nächste, was wir brauchen irgendwie, ne? Ja, haben wir halt nicht, ne? Naja, aber wenn wir wieder Punkte... Einen Punkt hast du noch. Hat er noch. Die Frage ist, ob man jetzt das Bett nimmt, oder... Energie. Energie ist eigentlich wichtig. Eigentlich schon, jo. Man kriegt ja noch Punkte. Wie der Schnicker verschwunden ist. Jetzt sind wir da. Nieb! Nieb! So. Ich hab Nieb. Den noch. Übrigens gerade schon anderthalb Stunden. Jo, ich hab den noch. Du gleich auch. Jo. So, was tue ich dann tun? Auch was trinken, ja. Sehen noch gut aus. Also, nicht gut, aber... Ja, nicht giftig. Du. Wer von uns war nochmal der Koch? Du, glaube ich. Ich glaube ich, weil ich momentan noch keinen Job habe, naja. Einen Punkt hast du nirgendwo. Punkt hat niemand irgendwo. Doch, ich habe einen Punkt in Sauerkeit. Yay! Neuer Tag. Eben an den PC gehen, Job suchen. So. Ihr beide könnt eigentlich was Effizienteres machen. Spielen. Was macht viel Spaß? Was ist denn effizienter? Ich weiß es nicht. Am besten irgendwas, was auch nicht so irgendwie die Hygiene und so belastet. Der Hygiene ist ja schnell gemacht. Einmal und die Dusche und das war's. Das dauert trotzdem sehr lange in dem Spiel. So, was ist die Stere, Stein, Papier zum Beispiel? So, Rangeln wird recht spät freigeschaltet, glaube ich. Dann müsste es theoretisch auch recht gut sein, eigentlich, oder? Theoretisch, ja, wahrscheinlich. Flop. Aber gar nicht erst anschauen. Wollen wir rangeln? Ja. Jung. Ja, komm runter. Fangen spielen, okay. Wenn Konz Fangen spielen will, dann geht er Fangen spielen. Er ist Forschung, nein. Fischkumpel! Nein. Ja. Let's go, Shibuki! Fische sind Freunde. Ja. Chaluda! Nein. War nett. So, so Fangen spielen, okay. Das soll helfen. Mensch. Diese Jobs sind so herrlich. Das Preisgeld vor allem dafür. Habe ich nicht drauf geachtet, wie viel? 150. Wissenschaft, ja. Nicht für mich. Für mich, ich wollte doch Wissenschaftler werden, glaube ich, oder? Hast du schon Job? Ja, halt hier, da Politikgedöns. Ah ja, das hast du aber erstmal nur vorübergehend angenommen, oder? Weil es gut. Gesetzeshüter, ja, das war, glaube ich, was du brauchtest. Das Gesetz werden? Klar, Gesetzeshüter ist das Gesetz. Jo. Oder? Von 8 bis 2, beste Arbeitszeiten. Eigentlich ja, ne? Nur mitten in der Nacht. Mhm. Den ganzen Tag lang über dem Haus hängen. Jo. So, damit hast du jetzt einen Job. Der nur 6 Stunden nachts geht, ist voll geil eigentlich. Und für 300 ist eigentlich ein ganz guter Job. Jo. Ja, das kannst du schon abspielen. Ja, klar doch. Du brauchst Körperpunkte dafür, ja, Körper und Logik. Also brauchen wir in nicht allzu ferner Zukunft ein Schachbrett. Ja, aber Körper vor allem erstmal. Ja. Trainierst du jetzt drauf direkt? Ich denke schon, ne? Oder erstmal kochen lernen? Ja, ich... Kochen lernen? Ich kann halt nebenbei immer kochen, wenn ich brauche, ne? Ja, du kannst Kochbücher lesen. Eben, kann ich nicht auch irgendwie Körperbücher lesen? Nee, das geht nicht. Physiologie? nee, das war irgendwas anderes. Das war, glaube ich, Erste Hilfe oder so. Ah, okay. Naja, dann... Ja, dann hüpfen. Springseil leicht. So, in der Zwischenzeit... Wenn du deinen Körper 10 hast, hast du Springseil Hardcore. Bist du einfach mit so einem elektrischen... mit so einem Starkstromkabel.
Dann suche ich mir jetzt auch einen Job. Wenn du den Stuhl frei machst, machst du sogar sehr freundlich von dir. So, ihr zwei habt Spaß. Mäßig. Aber also hilft schon mehr als Schneeballschlacht. Ganzes Stück weit. Klingelt. Dann springst du halt erst gleich. Wo ist das Telefon? Da ist das Telefon. Ah, das ist sicherlich pinke Dingen. Jawohl. Ekelhaft. Abheben. Ich gehe raus und fliege in die Luft. Ja. Warum auch nicht? Nein, kein Meeresforscher. Und kein Unterhalter. Was willst du denn von dem? Ach, nein sagen. Boah, vielleicht könnten wir ihm ja auch den suchen. Ja, ich meine, Markus hat jetzt halbwegs vernünftig Spaß, dass er daran denken könnte, sich Hausaufgaben zu machen, vielleicht. Ja. Hat er nur noch 2 Stunden oder so? Gefühlt. Nein. Ich hab ihn auch, glaube ich, gerade gerufen, ne? Ja. Ja, hast du. Wissenschaft. Ja. 11 bis 17. Ja. Ja, um 10. Okay. Also, Wissenschaft, was ich werden wollte, ne? Ja. Dummbacke. Ja, weil ich. Nicht so. Ja. Was habe ich für Probleme? Lampe. Achso, das. Okay. Ja, Insekten aufspüren. Viel Glück. Insekten aufspüren. Denke ich. Jammern? Warum jammerst du? Weil er die Hausaufgaben machen muss. Nee, jetzt, ich kann die alle nicht auseinanderhalten, ey. Also, das ist Markus, der ist Elvis. Ich weiß, es ist nur. Sportmagazin. Könnte für dich interessant werden. Ja. So, wofür habe ich jetzt gerade Pluspunkte gekriegt, durch Rumliegen? Ich habe gerade Pluspunkte in Filmen gekriegt, irgendwie, in so einer Filmrolle, fürs Rumliegen. Moment. Keine Ahnung. Wo war das? Die Erinnerungen. Arbeit gefunden, hier sind die großen Sachen. Dann nicht, ist egal. Betrügst du deine Freundin schon? Warum lege ich überhaupt darum? Ich habe voll gut Energie eigentlich. Weil du nichts zu tun hattest. Oh, dann gib mir was zu tun. Seilspringen zum Beispiel. Seilspringen, ja. Springseil leicht. Am besten irgendwo mitten im Weg. Ja. Indeed. Springseil leicht. Geht nicht. Dann schäb mich erstmal aus dem Haus raus. Ja. Stopp, das war zu viel. Hier hinlaufen gleich. Hier hinlaufen, jo. So, konntest du auch gerade nichts. Was will dann Arbeit gehen? Ja, er geht dem Job sehr auf. Will befördert werden, will zur Arbeit gehen als Ziel. Ah je. Würde ich auch einloggen einfach. Nur um sich ganz sicher zu sein. Kann nur eins einloggen. Ah, okay. Das wäre ja so P. Du schon mal weglegen und. Was kannst du auch so tun? Die Klo putzen. Eben, du musst ja. Willst du nicht eigentlich sauber werden? Der Saubermann werden? Eigentlich schon, ja. Ich das Klo putzen. Gut. Er kann ja irgendwie Betten machen oder sowas, weiß ich. Ja. Nächste Enzyklopädie, die hier rumliegt. Ja, alle Bücher weglegen. Ja, bringt ja auch nichts. Habe eben schon eins gemacht. Dann kannst du das eine eigentlich rausgänzeln. Aber egal. Ja, nö. Mach das jetzt in der Reihenfolge gefälligst. Dann machen wir weiter. Moment. Der macht noch Aufgaben.
Du läufst raus, ja. Wasser. Sprint, 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 sprint. Was habe ich? Spring. Ein Kavalierkäfer. Aha. Gut, nein, ich will beobachten. Dann springen. Wenn ich jetzt immer noch keinen Platz habe, dann... Wenigstens keine Dumpfbacke mehr. Etwas. Bald den Brandfall lernen. Ja, das dauert mir zu lang. Nur bei Hausaufgaben helfen. Jo, warum nicht? Hang? Nee. Was hast du vor? Ja, ihm bei Hausaufgaben helfen. Ermutigen? Nee. Nee, Ja, er muss mich fragen, meine ich, war das doch. Eben. Glaube ich schon. Aufgaben. Pausieren? Also. Nein, du stehst nicht auf. Oder doch, weil das Buch noch in Benutzung ist. Sims Logik. So. Nette Unterricht. Ich. Bin ich nicht freundlich. Halbwegs? Könnte jetzt auch aufhören, Zeug zu sammeln. Danach das Klo sauber machen. Prioritäten hier. Kann schon wieder irgendwo nicht hingehen. Egal. Ne, aha. 4 Leute sind definitiv 3 zu viel. Genug Seil gesprungen oder nicht? Was ist? Bin ich jetzt genug Seil gesprungen oder nicht? Eigentlich nicht. Nee, du hast noch keinen Körperpunkt bekommen. Ja, dann noch mehr. Ich muss erst um 8 irgendwo hin. Und kochen muss ich gerade nicht, weil keiner Rücken hat. Ja, aber du kannst, glaube ich, nicht so lange draußen bleiben. Dir ist kalt. Kann ich einfach im Badseil springen? Eben. Sehe ich gerade. Hör auf. Okay, dann hat sich das erledigt. Junge, hab Spaß, verdammt nochmal. Zu rappen, eben. Vielleicht macht dir das ja Spaß. Hast du Platz zum Seil springen? So, jetzt bin ich da raus und jetzt kannst du doch wohl hoffentlich Seil springen im Badezimmer, oder nicht? Nein, immer noch nicht. Wie viel Platz brauchst du da? Ich bin wieder raus jetzt. Haben wir sonst nirgendwo Platz? Eben, ich halt wieder raus. Naja, ja. Lern irgendwas anderes, was willst du lernen? Ja, das zweite, was ich bräuchte, wäre irgendwie Wissen, ne? Nee, Sauberkeit. Ich brauch Sauberkeit? Die Uniform muss sauber bleiben und wenn du am Tatort bist, dann muss der auch halbwegs vernünftig sein. Denke ich mal, ist die Logik dahinter. Tja, gut, dann Sauberkeit. Soll mir recht sein. So. Aber eigentlich brauche ich das als erstes. Ja. Mit Rappen. Jo. Klar brauchst du es erst, aber es geht einfach nicht. Weil es doch zu kalt ist und drin so wenig Platz ist. Und? Warte auf den Einstieg. Ja. Jo. Aber die haben dabei nicht allzu viel Spaß, oder? Nur so ein bisschen.
Na, geht. Wie weit ist die Hausaufgaben zwischen eigentlich? 90, ja gut. Ja, immer noch 90. Der Rest Spaß dürfte genau dafür noch gerade reichen. Ja, ein klein wenig noch. Was mache ich jetzt hier im Spiegel? Duschen. Ja gut, dann geh duschen. So, haben wir alle beschäftigt. Schön. Die Haare plötzlich wie ganz anders. Ja, weiß ich, Nasshaare sind länger. Oder so. Ja, ist doch klar. Die hast du alle nur hochgesteckt. Hm? Du musst dieses Geräusch hier mal hören. Wie klingt's denn? Krank. Okay. So, euch ist beiden kalt. Du hast Spaß, also gehst jetzt gefälligst Hausaufgaben machen. Genau. Was mache ich gerade am PC? Achso, ich lese. Okay. Mich, die Hausaufgaben. Dir meine Hausaufgaben zu helfen. So, Konstantin. Wann geht dem sein Dings nochmal? Um 9. Also um 8 ist dann die Fahrgemeinschaft da. Naja. Was braucht er für den Job? Wer nochmal für den Job? Nicht. Auch gar nichts momentan. Oh. Ist er was dabei raus, ist er hier so blau eingekringelt. Kochen muss ich können. Ja gut, dann werde ich halt der Koch anscheinend. Auch kochen für. Ja gut, macht irgendwie Sinn. Chemie und so. Naja. Gut, trotzdem, was macht Konstantin jetzt? Irgendwas sehr, sehr langweiliges. Er könnte noch ein Buch lesen. So, lerne. Lebenslange Zufriedenheit, wer weiß. Ist mehr. Keine Ahnung. Das müsste Markus erlernen. Ja, aber Markus muss leider gerade das Schnee anrappen. Ja, hat jetzt nur gerappt. Dieser Wechsel von Winterklamotten direkt in die Krankenhose. Direkt den Oberkörper frei, ja. Jo. Diese. Ich ist das diese. Hilfst du mir bei den Hausaufgaben? Ich krieg Punkte. Will ich wissen, wie du hilfst. Irgendwie fehlen die Sprechblasen. Wie kann man das sind deine Hausaufgaben? So. Ich hab Hunger. Aber es geht ums Kochen. War's das schon? Anscheinend. Schneefrei. Was? Schneefrei. Oh, okay. Soll mir dann durchaus recht sein. Dann kannst du die Hausaufgaben den ganzen Tag beenden. Das locke ich jedenfalls mal. Was ist das? Das ist ein Überflieger. Das wird nicht passieren. Hey. Okay, dann gehe ich kochen. Frühstück servieren. Gefüllte Waffeln? Ja. Füllt man Waffeln? Pop-Tarts, glaube ich, sollen das darstellen. Gibst du mir jetzt einen? Nein. Ja! Er hilft mir nicht. Endlich. Moment. Warum jubelst du? Achso, er will einfach jubeln, okay. Achso, ja, nee, wegen Schneefrei. Ah. Makes sense. So viel Hunger hast du aber gar nicht. Du kannst auch mal aufs Klo gehen. Ja. Ach, der Postbote. Konst kann sich mit dem Postboten anfreunden. Wie wäre das? Ja. Die werden dann Brieffreunde. Erwin Ports begrüßen. Danke, Erwin Ports. Ach stimmt, wir haben hier die Sportzeitung. Jo. Warte, Erwin Ports. So wenig Ablagefläche. Bau in den Himmel. Nee, beim Umziehen zu und so. Ja. So. Passende Waffeln auf den Tisch, wo die Hausaufgaben liegen. Deck. So. Zwei Teller wenigstens. So, reicht ja. Sollte so ein. Ja, er hat einen Job zu tun, deswegen. Nö, plaudern kann man immer.
Weiter plaudern und weiter plaudern. Das sollte reichen. Und der mag Markus nicht, wie er aussieht. Flugtiger. Apropos Markus, geh essen. Hat's noch zwei Hunger? Konstantin interessiert mich gerade nicht. Ja, dann frisst halt beide Waffeln. Meist nach die Zeit. Gibst du neu dann gleich auf? Kann man super Flugzeuge bauen. Was? Flugzeuge? Ach ja, die Zeitung ist ja für mich da. Ich versuche gerade das Gepäck zu vertonen, dankeschön. Keinen. Du würdest auch nur einen von beiden vertonen bekommen. Ja, weil ich dachte, dass du den Postboten da vertonst. Du bist recht leise gerade. Ah, ich habe aber nichts geändert. Ja, aber du sprichst leiser. Nein, tue ich nicht. So, mit wem habe ich mich gerade angefreundet? Mit der Waffel? Ja. Mit meinem Sohn. Okay. Weil, was auch immer. Worüber redet der Postbote gerade? Es ist 8 Uhr, also wahrscheinlich du? Nee, Konz, oder? Ich muss erst um 11 weg. Ja, Konz. Ja. Der alten Rostlaube. Noch nicht? Jetzt kannst du mal hier in der Reihenfolge. Die ist einfach exakt so auch in Daisy gibt. Jo. Quasi. Old Hatchback. Aber hey. Also irgendwie schmecken deine Waffeln wie Tennisbälle. Kein Kommentar. Aber Schnee. Ja, Tennisbälle sind aber sehr, sehr nah. Kannst du auf eine Flagge drauf schießen? Kein Kommentar. Nee, kannst du nicht. Das sind keine Flaggen, das sind Fahnen. Die packst du auf Häuser drauf. Oben. Da ist er von dir. Moment, jetzt wird's gerade hier knapp. Aber dann hör auf, fahr zur Arbeit. Hast du es? Du lernst noch, ne? Ja, okay. Ja. Danach kann ich ja die Sportleitung lesen. Schafft das noch? Schafft's noch, okay. War knapp. Achso, ja, weil er zur Arbeit gegangen ist. Wieso, Julian? Mhm. Cool. Und jetzt ist das zweite Toast noch. Jo. Ist das eine Waffe, aber es sieht aus wie ein Toast. Pop-Tart halt. Ja gut, dann schmeiß ich die Zeitung halt weg. Die Zeitung eigentlich gleich auch, weil die brauchen wir eh nicht. Eben. Das ist die Sportzeitung, die kannst dann du dir irgendwann mal durchlesen. Ach stimmt, Logik kann man auch mit der Zeitung in den Kreuzworträtsel lösen, da kriegt man auch Logik, ne? Ja. Ja, aber relativ schlecht, und ich glaube, im Schachtelspiel haben wir hier irgendwo mal reingequetscht bekommen. Wer ist im zweiten Stück? Ja, im zweiten Stück, eben. Wo wir dann noch ein zweites Bad reinklemmen würden. Jo. Wabbel. Wabbel? Ja, die Zeitung war gerade wirklich so gedehnt. Achso. Ja, die bricht natürlich vorne raus. Jo, bisschen näher. Ja. Also. So, wie lange lerne ich eigentlich noch? Wann habe ich Punkt? Endlich. Das dauert eine ganze Weile. Knatz, bist auf Halbzeit. Etwas drüber. Ah, okay. Danach will ich in die Sport, jedes dritte lesen. Abspülen, jo. Lesen, lesen, lesen. Hm. Ja, man tut. Immer weiter. Ja, ich muss halt immerhin lesen, wie Muskeln. Ja. Ich werd wach, Mann, also. Davor kannst du eigentlich noch einen Teil nehmen, bevor die Dinge schlecht werden. Kaum hab ich seit ich klein war. Meine Mutter kam dann immer in mein Zimmer und hat gesagt, werd mal wach, Mann. Okay. Du tust nicht schlafen, nein? Und jetzt gehe ich mich selbst geißeln, das war schmerzhaft. Was? Das Wortspiel. G.
geh dich selbst geißeln. Das ist auch eine komische Formulierung. Ich weiß. So, geht das jetzt? Hausaufgaben. Oder hast du wenig Spaß wieder mal? Ja, komm, die paar Prozent schaffst du noch. Nope. Alter, echt? So ein Stress des Individuums. Was? Sag mal, schaff mich. Ah, fuck. Ja, deine. Naja. Na gut, dann halt. Gebeten werden. Was ist das zweite? Sich erhängen? Oder was ist das zweite Zeichen? Nee, das ist. Ach ja, das ist Chemieflasche. Jo. Naja. Chemieflasche. Ja, ja, ich. War mir nicht sofort eingefallen, Bri. Du bist nicht müde, verflucht. Also nicht müde genug. Geh schlafen. So. Und ich lese, lese, lese. Danach liest du nichts, sondern packst die letzte Pop-Tart. Und wir kriegen die Rechnungen. Kriegen wir? Oh je. Will ich die letzte Pop-Tart nicht lieber in mich selbst reinpacken? Nö, eine ist wer. Ah ja, okay. Dann kannst du die Post holen, also quasi die Rechnungen. Und dann kannst du das Sportmagazin lesen. Ja, nice. Da kommt meine Fahrgemeinschaft wahrscheinlich auch schon. Ja, halt um 8, ne? Ja, 8 war's. Eben. Fast forward. Das kann eigentlich weg. Fast Nein, forward. Ich will übrigens nicht Schnee bewundern. Ein Sauerkeitspunkt reicht. Ja. X das Buch jetzt auch weg. Tust tatsächlich. Wie ordentlich. Bin halt sauber. Du? In vier verschiedenfarbigen Stühlen. Ella, ja. Doch schön. Nom. 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 Dann. Yum. Es ist immer noch kein Schneewohner hier. Du hast jetzt ganz abspülen. Oh nein, liest noch nichts, sondern gehst erstmal aufs Klo und dann zur Dusche und dann kannst du lesen. Aufschub, nein! Du wirst als Wachmann gleich ziemlich müde werden, glaube ich. Ja. Dann liest du nicht die Sportzeitung, sondern. Dann lese ich die Sportzeitung. Das ist das Einzige, was ich gerade tun will. Halt die Sportzeitung. Gut. Aber dein erster Arbeitstag direkt ermüdet. Alarv. Oder ich kann Melle sagen, nicht Alarv, egal. So, jetzt dünsen die Teller schon wieder aus. Der Badekranz. Ja. Ach ja. Affenmütze. Genug Energie. Komm die Teller auf und hab Spaß. Ringseil macht, glaube ich, Spaß, ansonsten. Ja, Junge, bist du aber genug. Husch. Husch, husch. Akbug, gelaber nun. Kibor, Vigi. Das geht jetzt ab. Kann auch nach dem Lesen nochmal ganz schnell. Hat keinen Spaß. Achso, weil du für Springseil mehr Platz brauchst. Ja, okay. Dann zu rappen. Und dich gar nicht beim Lesen stören und so. Ja, Luke!
Sabuga! Falos Gabu, Shavum Lakabi, Sila Komfo, Akibaga Hosoli, Shavum Lakabi, Sila Komfo, Akibaga Hosoli, Shavum Lakabi, Rombo, Shavum Lakabi, Rombo, Shavum Lakabi, Interesse bringt's dir. Interesse? Ja, Telefon. Ah, ja, du interessierst dich halt für Sport dann dadurch. Ah ja, das ist zwei, ui. Nein, der ist okay. Geh zum Tisch, slide einen Schritt zurück und nimm dann die Rechnung. Das ist schön, wie ich die gerade halte, aus der Perspektive so. Viel, viel Geld. Körper. Und jetzt erstmal pennen gehen wahrscheinlich, oder? Ja, wäre eine gute Idee. Diesem Bett. Das ist ja, nicht drauf. Heißt? Sport, passt ja. Akachokafon, Susta, Le Komaka, Chusta, Gabom Zavolaka, Shiblaka, Sigraka, Jigra, Butta, Tutta, Push, Tupukat, Pukataka, Tukapush. Blickta von Topusalika, Kapokotukopokomokajika. Spaß. Huch, da kommt schon mehr zurück. Ja, kommt's, okay. Ja, du. Sofa! Ja, Bett. Du musst nur Zeit zu schlafen. Alle so Schlafprobleme, allesamt. Der Komfort braucht also, du halt. Diese ekelhaften Rostlauben auch immer, ne? Mhm. Zusta, le komaka, chusta, gabom zavolaka, shiblaka, sigraka, jigra, buta, zuta, push, zuta, buka, zuta, buta, zuta. Ich echt nicht beim Schlafen stören, dass aus diesen rappenden Vollpfosten. Ja. Ich finde es einfach schön, wie ich eigentlich grundsätzlich nie Probleme mit irgendwas habe, ne? Als Einzige. Irgendwie. Ich habe immer genug Spaß. Energieprobleme habe ich auch jetzt nicht wirklich. Epischer Anfall. Jo. Hey, yeah. Ich habe 217 Simoleons. Schlafen. Herrgott. Also, ich würde sagen, wir haben noch eine Kaffeemaschine. Warum nutzen wir die nie? Weil die einen Scheiß bringt. Das ist langfristig. Das ist nicht so dramatisch, von daher kann ich einfach mal Kaffee kochen. Oh. Und mal schauen, zumindest die Espressomaschine kann kaum was. Und die ist teurer als die Kaffeemaschine. Deswegen würde man annehmen, dass sie besser ist. Ja, trofi. Eigentlich ja, ne? Das hat doch recht viel Spaß gemacht in die Zeit. Geil. Erstmal Hausaufgaben machen. Jo, gleich. Bitten zu helfen. Mich, ne? Ich hab das ja lockt. Jo. Es gibt auch abartig viel Aufbau und Einfluss eigentlich. Erstmal trinkt er seinen Kaffee. Mit Angst von Elvis. Nö, ich rede nicht. Aber hart. Mit einer Fahrgemeinschaft geht übrigens gleich, ne? Ja, ja. Kein Stress. Ja, in einer Stunde halt, ne? Ja, 14 Minuten zwischen. Willst du jetzt hin? Nein, du spielst nicht SSX3, was auch immer das sein soll. Sondern. Du hüpfst hier hin und hüpfst dahin und hüpfst dahin und fragst mich dann nochmal. Try again next time. Ist echt so. Also, Papa, kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen?
So, und kannst du erstmal durch das ganze Haus hüpfen? Vielen Dank, ich will meinen Kaffee trinken. Ich stehe auf und denke mir, okay, der Kerl ist jetzt endgültig durch. Jo. Schön. Kaffee. Es bringt halt wirklich nicht viel. Ja, aber es dauert ganz lange dafür, ne? Ja. Katze? Katze. Sultan. Ulkamassen, diesen Nachnamen. Bleibe. Jetzt mal hier an zu jittern. Mal schön. Jetzt kannst du mich bitten, mein Hausaufgaben zu helfen. Nachdem ich diese verdammte Tasse weggestellt habe. Doch nicht. Nein, erstmal. Ziemlich wichtig. Ja. Weil du ihn jetzt gerade wieder davon abgehalten hast. Ach, Fahrgemeinschaft. Ja, yeah, voll. Stehst eh gerade auf. Jo. So ein vororganisiertes Individuum. Wow, ich sehe gut aus in den Klamotten. Passen voll zu meiner Klamotte. Deine Klamotte. Irgendwie. Mhm. Passt sehr gut. Die Level 10 Ausstattung wird sehr lustig aussehen. Weißt du das schon? Ja, weil Markus in meinem anderen Playthrough das gesetzt werden wollte. Oh. Wohin? Nein, nicht ins Bett. Ach ja, ja, endlich. Jetzt kommt's, nein, jetzt muss ich aufs Klo und bin müde und so. Dass ich das nochmal erleben darf. Also. So. Da schaust du, hast du ja mal rein. Schreib's weiter. Bist du fertig? Okay. Schnell. Hey. Warum löst das nicht aus? Wahrscheinlich, weil das grundsätzlich noch nicht komplett beendet ist. Doch, eigentlich schon. Ja, jetzt ist das erst richtig beendet, wer weiß. Inventar ist leer. Ja, wo ist denn Hausgang hingekommen? Sektensammlung, ah ja. Nein, die legen wir nicht auf den Tisch, da müssen wir kochen drauf. Wir haben keinen Platz für eine verdammte Insektensammlung. Ich geh draußen hin. Mach ich jetzt auch. Zack. Hat sonst irgendwer irgendwas mit dem Tag? Nein, gut. Tanz, der uns die Wohnung vorstellt. Okay. So. Machen wir noch irgendwelche Familienstuff miteinander? Nein, du gehst erstmal aufs Klo. Und kannst dir dann Waffe nehmen? Wo waren die Reste? Reste nehmen, ganz oben. Da rechts, links. Nein, links, nicht rechts. Da rechts, links. Dann kannst du wieder schlafen gehen. Ich habe so viel Zeit mit dem Schlafen. Muss aufs Klo, was? Nein. Das ist eben Kaffee, bringt kaum was. Naja. Kann man das Sportmagazin eigentlich mehrfach lesen? Bestimmt. Ja, klar. Jeder kann das lesen, aber ich habe eigentlich keine Lust auf... Nee, ich dachte, dass ich das mehrfach lese, dachte ich mir. Ja, ich habe es sowieso abgebrochen gehabt. Ich meinte ja mich selbst. Ob das immer noch was bringt. Ah, Knister. Ja, du kannst so lange lesen, bis das Interesse auf 100% ist. Hilft mir das eigentlich überhaupt? Das weiß ich nämlich gar nicht genau. Du interessierst dich dafür und kommst dann, oder kriegst Zugang zum Club, der voll von Sportleuten ist, also... Nice. Kannst dich dann mit Sport austauschen und möglicherweise da Sport treiben, weil die in den Clubs meistens die besten Geräte haben. Nice. Oh, wir hatten noch Reste, okay. Sieht irgendwie nach Toast aus. Nehmen wir die Waffeln. Hast du noch mehr Hunger? Nö. Aber die sind mal hier.
sollen uns bei Zeit mal bessere Betten holen. Die sind irgendwie voll scheiße. Ja. Hallo. So, habe ich nichts zu tun. Ja, gut, dann... Ich kann schlafen. Dann morgen früh duschen. Dann sauer machen und da sauer machen. Gut, dann geh halt erst duschen und dann schlafen, meine Güte. Mach doch nicht so einen Aufwand. Freundschaftliches Leben, ja, wäre ganz praktisch eigentlich. Können wir dann morgen machen. Er schläft, ich dusche. Ist wunderbar. Ich putze erstmal alles. Jo. Tirelite, na, was? Oh, Moment. Magst du vorlesen? Nee, ich muss es mir. Kannst du selber vorlesen, vielen Dank. Dann halt nicht. Was denn? Ich dachte gerade, kannst du selber vorlesen, vielen Dank. Achso, ich dachte, das. Während seiner Arbeit an den Monitoren der Überwachungskameras fällt nur eine Person auf, die mit einem Computer beladenen Aufzug steigt. In einen der Aufzüge steigt, so. Er ist sich sicher, dass er diese Person noch nie zuvor gesehen hat, weiß aber nicht genau, wie er reagieren soll. Soll die Polizei rufen und die verdächtige Person ansprechen. Oder es ignorieren. Ich würde sagen, ansprechen. Gut. Sorry, aber... Während er auf dem Aufzug wartet, um in die Tiefgarage zu fahren, erinnert er sich daran, in den Nachrichten von einer Reihe von Einbrüchen in Firmen gehört zu haben. Die Tür geht auf, Snow spricht die Verdächtige, okay, an und fragt sie nach ihrem Firmenausweis. Die Frau macht Anstalten, ihr Portemonnaie hervorzuholen, aber Snow weiß genau, dass man eine Verbrechen besser nicht in ihrer Taschen rumsuchen lässt. Er wirft die Verdächtige zu Boden, weil der Computer 1000 Stück zerbricht. Es stellt sich heraus, dass die Frau eine Mitarbeiterin der Firma ist. Glücklicherweise kann sie aber über Snows Fehler lachen und verzeiht ihm. Trotzdem muss Snow so und so viel Geld zahlen, um den Computer zu ersetzen. Nein. Besser als die Polizei ruft, das wäre wahrscheinlich noch teurer geworden. Ja, das sind halt so... Habe ich halt ein Tagesgehalt nicht gekriegt. Ja, also ziemlich, ne? Ja. Ziemlich genau ein Tagesgehalt. Kann ich mitleben. Jo. Und duschen und benutzen und dann abspülen. Dann kannst du fett werden oder so. Ja, komm, nimm dir einen Teller. Keine Ahnung. Ach ja, das ist so unterhaltsam und spannend und unglaublich voll toll. Korrekt. Was macht die Deko da eigentlich? Habe ich die da aufgehangen? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Ist eigentlich auch nicht wichtig. Auch abspülen, jo. Stimmt, ich habe ja immer noch Arbeit. Ja. Bei mir aus energietechnisch nicht ganz so toll. Okay. Darfst du das da auch mal abspülen? Genau. Das. Und weg. Das. Ja, jetzt bist du wach um 20 vor 2, ne? Brauchst du irgendwas? Ist die Frage. Eigentlich nicht. Wir brauchen Geld.
Wir können ja nicht für Trinkgeld rappen. Um 2 Uhr. Wir können ihn in die Nachbarschaft schicken, aber ich bezweifle, dass er immer da sein wird. Egal. Oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Kann auch lernen, irgendwas. Was ist etwas, was wir alle nicht brauchen? Mechanik. Denke ich nämlich auch, ja. Und jemand, der unseren ganzen Scheiß reparieren kann oder aufbessern kann, wäre schon geil. Ist praktisch, ja. Eigentlich hätte man von da aus lernen können, egal. Okay. Ja. Das wär's dann, glaube ich, so ziemlich für den Abend. Fast forward. Fast forward, jo. Beziehungsweise erstmal cutten.